Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder eine Rezension geben und es geht um ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr habt es ja sowieso schon im Titel gelesen und zwar geht es um Michaela Kastels Worüber wir schweigen aus dem Emons Verlag oder Emons Verlag. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das aussprechen soll. Ihr neuer Thriller ist heute, an dem das Video auch online kommt, erschienen und zwar am 17. Oktober und ich hatte das große Glück und habe mich auch sehr darüber gefreut, dass der Emons Verlag mir dieses Buch vorab per Post so rum zugesendet hat. Und ihr könnt ja mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Das ist unten in der Infobox verlinkt. Dort habe ich auch ein Bild gepostet, wie schön das Ganze verpackt. Ich möchte mich nochmal herzlich dafür bedanken, denn ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe das Buch angefragt aus dem Grund, weil mir So dunkel der Wald von Michaela Kastel damals so gut, also was heißt damals, sind wir nicht lange her, dass ich es gelesen habe, so gut gefallen hat. Das ist bis jetzt mit, ach Gott, wie heißt es denn jetzt? Mit einem anderen Thriller, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mein Lieblingsthriller. Ich fand dieses Buch unglaublich gut und unglaublich spannend, obwohl es eine simple Idee ist, kann man eigentlich schon sagen. Also sie hat was Wunderbares daraus gezaubert, aber die Idee dahinter ist eigentlich nichts, wie sagt man, Hochtrabendes oder so. Also es muss nicht immer ein Hexendeck sein, um einen spannenden Thriller daraus zu machen, sondern Michaela Kastel schafft es, ganz simple Ideen in etwas ganz Tolles umzusetzen. Und ja, ihr könnt hier mal meine Rezension zu diesem Buch, verlinke ich euch mal unten, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Denn heute soll es eben, wie gesagt, um Worüber wir schweigen gehen. Das Buch kostet als Hardcover-Ausgabe genau 20 Euro. Und ich lese euch einfach kurz den Klappentext vor, damit ihr einfach diese Grundinfos habt und dann füge ich halt natürlich noch meine Eindrücke hinzu und ein bisschen mehr Einblick in die Geschichte. Freundschaft und Hass. 12 Jahre sind vergangen, seit Nina ihr Heimatdorf fluchtartig verlassen hat. Nun kehrt sie unerwartet zurück und ihre Ankunft wirft das sonst so ruhige Leben in der Gegend aus der Bahn. Was treibt sie wieder an den Ort, den sie so lange gemieden hat? Das Zusammentreffen mit ihrer alten Clique weckt in allen dunkle Erinnerungen an ein Ereignis, an dem ihre Freundschaft einst zerbrach und über das alle bisher geschwiegen haben. Vertrauen und Verrat. Ja, Sebastian Fitzek schreibt zum Beispiel auch höchst dramatische, spannungsgeladene Thriller-Poesie. Mit Worüber wir schweigen ist Michaela Kastel auf dem besten Wege, ein neues Spannungsgenre zu definieren. Ein außergewöhnliches Buch und eine klare Leseempfehlung. Dem Ganzen kann ich nur komplett zustimmen. Denn wie gesagt, ihr habt es gehört, es geht um Nina. Nina ist jetzt in diesem Buch, glaube ich, 31 Jahre alt. Also wir befinden uns eben einmal im Jetzt und einmal in der Vergangenheit. Sie kommt jetzt halt mit, glaube ich, wie gesagt, 31 Jahren zurück in ihr Heimatdorf zu ihren Eltern, das sie halt damals, wie ihr schon gehört habt, fluchtartig verlassen hat. Wir merken auch von Anfang an, oder wir erfahren von Anfang an, Nina trägt eine Metallbox mit sich. Man weiß nicht, was sie in dieser Metallbox mit sich führt. Nur man weiß schon am Anfang, das, was in dieser Box ist, wird am Ende der ausschlaggebende Punkt oder der Höhepunkt der Geschichte sein. Und Manuela Kastel schafft es wieder, auf diesen Höhepunkt hinzuarbeiten und dabei eine Spannung aufzubauen, die einen den Atem raubt, die einem jede Sekunde des Tages raubt, weil man will dieses Buch nicht weglesen. Ich habe das Buch an einem Stück durchgelesen, einfach aus dem Grund, weil ich es halt nicht weglegen wollte und auch nicht konnte. Und ich musste jetzt so lange warten, bis ich euch endlich davon berichten durfte. Ich hätte am liebsten an dem Tag, wo ich es zu Ende gelesen habe, schon gleich die Rezension gedreht. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, das heute, jetzt 2 Tage bevor es erscheint, zu tun, damit ich die Geschichte ein wenig sacken lassen kann. Weil ich glaube, jeder kennt das, sobald man ein Buch beendet hat, ist man auch noch total aufgewühlt und hat alle Emotionen in sich. Und ich lasse es immer gern ein bisschen sacken. Im Nachhinein kann ich jetzt auch sagen, bin ich froh, weil jetzt habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken über die Geschichte gemacht. Ich finde sie immer noch genauso gut, wie nachdem ich sie beendet habe. Wenn nicht sogar besser, weil ich halt eben über das alles ein bisschen nachdenken konnte und Vergleiche ziehen konnte, die ich während dem Lesen nicht so gezogen habe. Halt auch, man ist einem ist mal was eingefallen, was man schon mal gehört hat oder was man schon mal gesehen hat. Und ja, ich mache mir halt viele Gedanken, kurz gesagt. Ja, und Nina ist jetzt halt so, sie möchte ihre alte Clique wieder ein bisschen zusammenraufen. Wir haben in diesem Buch, oder was heißt zusammenraufen, sie würde halt gern mit
ihrer ehemals besten Freundin und, wie kann man ihn beschreiben, ja, einem kleinen Bruder von einem ehemals besten Freund möchte sie reden, da die beiden halt auch mit dem Ort wohnen und weil die beiden eben früher dabei waren, als halt ein Ereignis geschehen ist, wie ihr auch schon gehört habt, über das alle eigentlich schweigen. Keiner will so richtig darüber reden, keiner will wahrhaben, was da damals passiert ist, keiner möchte überhaupt daran erinnert werden. Die meisten Leute, so kam es mir in dem Buch vor, tun halt auch einfach so als, was heißt tun so, als wäre das nicht passiert, stimmt nicht, aber machen halt so, als wäre das etwas ganz, ja, ist halt passiert so. Es ist kein blutiger Thriller, es ist halt wirklich ein Spannungsthriller, eigentlich schon ein, für mich schon ein Psycho-Thriller, ich finde, es geht schon sehr in die Psycho-Richtung. Mehr als das, was der Klappentext verrät und eben, wie gesagt, mehr als dass Nina halt eine Box mit sich führt, in der halt was drin ist und dass sie, wie steht hier drin? Hier drin ist ein schöner Satz. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, jemanden umzubringen, meine ich. Ich weiß, wen ich umbringen würde. Ich weiß es ganz genau. Das sagt sie halt am Anfang. Ich glaube, so fängt die Geschichte sogar an. Und ja, wir lesen halt, wie gesagt, aus drei Sichten. Einmal aus ihrer Sicht, einmal aus ich und Namen. Gregors Sicht, das ist ihr Vater. Und Tobias Sicht, das ist der eine Kumpel, der auch zur Clique gehört hat. Ich glaube, er hieß Tobias. Ich hoffe es. Ja, Tobias. Da habe ich doch richtig gelegen. Und ja, aus diesen drei Sichten lesen wir. Wir erfahren viel über die Kindheit von Nina, wie sie so gelebt hat, wie sie ihre beste Freundin gefunden hat. Wir lesen halt, aus, wie gesagt, auch aus der Sicht des Vaters und wir erfahren viel, wie der Vater über seine Tochter sich Gedanken gemacht hat, was er von ihr damals dachte, was er heute denkt und wie er halt zu seiner Frau steht und was er alles erlebt hat und dass es ihm teilweise auch nicht gut ging. Und dann lesen wir eben noch aus Tobias seiner Sicht und er nimmt uns auch ein bisschen mit. Er lebt mit seiner Mutter alleine. Er erzählt auch viel aus der Vergangenheit, wie es ihm heute geht und was damals halt alles so passiert ist. Und ja, und halt eben aus der Sicht von Nina. Ich fand die interessanteste Sicht wirklich Tobias und Nina. Der Vater war halt so ein schöner Nebeneffekt, weil es halt so Tiefe gegeben hat. Man hat Einblick in ihre Kindheit gekriegt, in sein Leben, in die komplette Familiengeschichte. Das hat es halt schön abgerundet. Das hat Michaela Kassel gut gewählt. Denn die Kapitel, die aus der Sicht von Nina und Tobias geschrieben wurden, waren halt immer Nervenkitzel pur. Und dann war so ein Kapitel von dem Vater eigentlich mal eine ganz coole Sache, um runterzukommen. Ja, also ich finde, wie Sebastian Fitzek schon sagt, er drückt das sehr gut aus, Michaela Kastel hat einfach Spannung neu erfunden. Ich habe noch nie einen Thriller gelesen, also mit So dunkel der Wald. Ich tue die wirklich auf ein Treppchen stellen. Die haben mir beide gleich gut gefallen. Es hat mir keins besser gefallen, die so spannend waren wie diese Bücher. Noch nie habe ich einen Thriller gelesen, der wirklich so spannend war. Und das durchgehend. Nicht spannend, okay, spannend, okay. Er war durchgehend eine steigende Linie. Und ich bin so froh, dass ich dieses Buch lesen durfte. Und ich weiß jetzt schon, ich werde mir jedes weitere Buch von Michaela Kastel holen. Ich habe sogar noch eins von ihr hier stehen. Das möchte ich auch unbedingt demnächst lesen. Und ja, es ist eine riesengroße Empfehlung von mir. Es tut mir leid, dass ich gar nicht so viel dazu sagen kann. Nur ich finde halt, man nimmt viel zu viel vorneweg. Wenn ich euch jetzt den Hauptgrund erzähle, um was es hier drin geht, also das, über das alle schweigen, man erfährt es eigentlich recht schnell, also man kann es schnell erahnen, um was es geht, dann nehme ich euch aber, glaube ich, diesen Spaß vom Anfang des Buchs und deswegen möchte ich das halt eigentlich nicht sagen, werde ich auch nicht, ist ja meine Rezension, also kann ich das ja entscheiden und ich möchte euch aber wirklich ans Herz legen, lest dieses Buch, holt euch mal eine Leseprobe, lest rein, Michaela Kastel hat so einen angenehmen und wie gesagt spannenden Schreibstil, sie beschreibt alles so genau, dass man es sich richtig gut vorstellen kann. Man kann, ja, als Beispiel, wenn sie den Regen beschreibt, man kann ihn hören, man kann ihn riechen, man kann ihn fühlen. Man fühlt Kälte, wenn sie beschreibt, man fühlt Wärme, wenn sie sie beschreibt. Es gibt eine Szene hier drin, da gehen die beiden in einen, es ist Oktober, sie gehen in einen See rein und sie beschreibt die Kälte und ich konnte die Kälte am ganzen Körper spüren, weil ich glaube, jeder, der halt schon mal, wenn es draußen kalt war, in den Bach oder in den See reingegangen ist, also ich bin da schon, wahrscheinlich konnte ich es mir deswegen auch gut vorstellen,
der kann das halt nachempfinden. Und ja, dieses Buch ist halt wie ein Film in meinem Kopf abgelaufen. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich mir eigentlich jedes Buch, das ich lese, bildlich vorstellen kann. Aber wenn die Autoren noch einen bildlichen Schreibstil haben, dann macht es das Ganze natürlich noch besser. Und das hat Michaela Kastl auf jeden Fall. Also ich kann euch, wie gesagt, nicht nur das Buch, ich habe jetzt die beiden Bücher von ihr gelesen und ich kann euch beide wärmstens ans Herz legen. Also wirklich, wenn ihr auf Psycho-Thriller steht, dann lest diese Bücher. Vor allem sehen sie halt auch wunderschön im Regal aus. Ich finde es wunderschön, dass die da so toll aufgemacht sind. Hier genauso, es hat auch so einen schönen Effekt. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Cover mir besser gefällt, weil ich halt beide cool finde. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Rezension auch nochmal unten und natürlich auch meine schriftliche Rezension von dem Buch, weil ich sage es immer und immer wieder in jeder Rezension. Ich kann mich schriftlich viel, viel besser ausdrücken als in Worten vor der Kamera. Natürlich, weil ich auch schriftlich einfach viel mehr Zeit habe, um nachzudenken, was schreibe ich da jetzt. Und ja, schaut euch doch bitte mal diese Bücher an. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, liest schon viel. Tschüssi!